Mein Wein, ja, den habe ich mir selbst mitgebracht, weil hier ist nichts. Die haben noch nicht mal ein Gläschen Wasser. Sie haben noch nicht mal ein Fläschchen Wein, irgendwas hingestellt, wo man sagen würde, bei der Suite macht man irgendwie nochmal so einen Bums. Schon traurig. Aber so ist es. Oh Mann, ich bin angekommen im Algonquin Hotel. Das ist ein echtes Autograph-Hotel. Und da habe ich natürlich ein Review gemacht und das kann dir natürlich euch angucken. Das sehen wir uns gleich auch mal zusammen an. Also ich war ja da in diesem Edition. Also ich meine, habt ihr ja gesehen, das ist nett. Man hat den Blick und man hat diese Dinge, aber mal ganz ehrlich, das würde ich für so viel Geld, dieses Edition-Hotel hier in Dings, das würde ich nicht nochmal buchen. Ist genauso schlecht wie das andere. Braucht man nicht buchen. Diese Edition-Hotels sind auch schwierig. Also so wie diese AC-Hotels, so wie die alle heißen. Es sind zwar Luxushotels, aber da muss man, hat man Glück oder man hat Pech. Weil sehr unpersönlich. Ja, gut. Und gerade eben auch hier, das ist das, was ich ja auch in der Review gesagt habe, wenn man hier also ankommt in diesem Algonquin Hotel, das ist ein echtes Autograph-Hotel. Also hier haben zum Beispiel hier diese Suite ist nach einem Journalisten benannt, der hier eben wahrscheinlich jahrelang gewohnt hat. Ist das natürlich interessant, ja? Also ich bin jetzt eigentlich auch froh, dass ich hier bin. Heute war ja auch so ein Regentag, da bin ich eben gleich rüber und dann habe ich hier gleich einchecken können. Die Suite stand mir auch zur Verfügung. Und von der Seite, da ich ja morgen schon wieder sehr früh losdüse, das heißt also, ich werde schon um 8:30 Uhr abgeholt und düse dann mit euch zusammen in die nächste Destination. Bevor das aber der Fall ist, schauen wir uns jetzt erstmal die Review von diesem Algonquin Hotel, der echtes Autograph in New York City, hier in der Nähe vom Times Square. Man glaubt es nicht, wo man doch überall unterkommen kann. Auch manchmal in realen geschichtlichen Hotels wie das Algonquin hier in New York City, in der Nähe vom Times Square. Das ist hier, glaube ich, 44. Straße. Ja, das ist wirklich ein altes Gebäude. Ich würde sagen, sogar recht gut gepflegt. Also, wenn man so die Treppchen runtergeht und so, das habe ich mal gemacht, wenn ja gerade solche schönen Treppen sind, dann gehe ich da auch gerne mal das Ding runter. Hat mir Freude gemacht. Und dann haben die hier ein Gym und es ist alles so ein bisschen eben in diesem, ja, sehr viel älteres Publikum. Das heißt, wenn man dann so unten in diese Lobbybar kommt, da sitzen wirklich die ganz älteren Gestalten von New York, von Manhattan. Ist einzigartig. Also ein bisschen was von St. Regis. Also wirklich ein interessantes Hotel, weil in dem Sinne, ja, weil man wirklich von Autograph sprechen kann. Und das ist ja auch selten. Denn oft ist es so auf Autograph gemacht und hier ist die Geschichte richtig spürbar. Ich hatte ja immer so ein bisschen Sorge, dass es eben auch so leicht muffelig ist. Also an gewissen Stellen würde ich sagen, kann das sein. Aber da die Amerikaner ja mit ihrer Klimaanlage mal alles eiskalt machen, ist es sowieso wurscht. Man riecht bei der eiskalten Kälte sowieso nur ganz wenig. Wenn man dann abschaltet, wenn man schlafen will, wenn man es ein bisschen wärmer haben will, dann ist das natürlich was anderes. Aber ansonsten, was mich eben begeistert, ist, dass diese Klimaanlagen hier in den USA, wie auch in diesem Hotel, funktionieren. Wenn du es warm haben willst, wird es warm. Und wenn du es kalt haben willst, wird es kalt. Du entscheidest und das ist entscheidend. Klare Aussage. Du entscheidest und das ist entscheidend. Weil darum kommt man ja in ein Hotel. Dafür bezahlen wir das hier alles, damit wir eben diese Einrichtungen so nutzen können, wie wir sie für uns persönlich brauchen. So, das funktioniert hier. Es war ein bisschen erstaunlich, dass eben auch hier nichts da war außer zwei Fläschchen Wasser. Keine persönliche Karte, nichts irgendwie. Das hätte ich hier, wirklich in diesem Hotel hätte ich das erwartet. Ich hätte gedacht, dass die so ein bisschen persönlicher sind, weil sie ja auch so auf Gender und Dingsflagge machen und so. Und da habe ich gedacht, komm, da sind sie ein bisschen näher. Das alles hier oberflächlicher Mist. Da braucht man also sich nicht drauf verlassen. Und weil ich gesagt habe, sag mal, finde ich denn auf dem Zimmer ein Fläschchen Wein? Hat dann die Rezeptionistin bei dem Chef angerufen und der hat mir jetzt gesagt, er bringt mir eine Flasche Wein. Gemacht, das ist doch auch Quatsch. Ich meine, im Endeffekt können Sie es doch schenken, ja? Wenn Sie es nicht von vornherein von Herzen machen, Ihre Ambassador-Member und vor allen Dingen ja auch, ich habe ja diese Suite gebucht, ich habe ja noch nicht mal ein Upgrade gekriegt, also vergiss es. Also da hätte man doch wenigstens sagen können, wenn der schon bucht, dann gib ihm doch was. Also das Motto lautet in Amerika auch ein bisschen, außer beim Renaissance, muss ich sagen, da war das wirklich anders. Da gab es ja auch noch ein Upgrade und noch Nettigkeiten. Also das hat mich wirklich begeistert. Und in den, ja, Editions Hotel und auch dieses Le Méridien oder so, da ist nichts, keine Persönlichkeit. Alles ist Kohle, komm rein und geh wieder. So, und das ist leider auch hier so ein bisschen, weil man es eben denkt, es hat so den Eindruck, ja, so Regenbogenfarbe und all diese ganzen Dinge und Schickimicki. Und wir haben hier Künstler, die abends von 6 bis 8 Uhr singen und das gesamte Geld geben wir einer Institution. Ja, davon haben wir nichts, wir Gäste. Das ist nett, aber ich meine, es geht ja auch um unseren Service, oder? Also um das, was wir bekommen. Und auch interessant war, normalerweise bei Autograph Hotel ist es so, dass wir 1000 Punkte als Ambassador-Member kriegen. Und wenn wir dann die Wahl haben, Frühstück, dann können wir also Frühstück oder 750 Punkte nochmal extra kriegen. Und die haben gleich gesagt, ja, sie kriegen 1000 Punkte und 750 Punkte nochmal zusätzlich.
Ich sage, was mit Frühstück ist ja bei uns inkludiert. Nein, da, jetzt kommt's, da können Sie ja die Fee nehmen. Also diese Touristenfee, die Leute hier zahlen müssen, $35. Und der normale Gast zahlt diese Fee und das war's. Und du als Ambassador-Member-Mitglied kriegst jetzt also $35, die du zahlen musst. Und du kannst sie jetzt einsetzen für was zu essen, also auch fürs Frühstück. Also die machen sich Systeme, da kommen sie nie wieder raus. Wirklich, da kommen die nie wieder raus aus dieser Geschichte. Das ist eigentlich, wenn man so will, ist das albtraumtechnisch, dass das so ist. So albtraumtechnisch genauso wie diese Fenster, weil wenn man sich die hier anguckt, das ist also, wenn man da rausguckt, das ist unfassbar. Also man hat gar keine Worte, das wurde also schon ewig nicht mehr sauber gemacht. Aber ansonsten ist das Zimmer sauber. Also ich habe wirklich positive Geschichten, Bett etc. ist in Ordnung. Das Bad ist klein, fein, nett, in Ordnung, sauber, hell und so. Also das ist alles okay. Hier sind auch noch original alte Fenster drin. Das heißt für euch, wenn ihr hierher kommt, also wenn hier unten ein Auto fährt, dann sitzt hier, das hörst du natürlich 1:1. Der große Vorteil ist, ich kann hier diese Tür zumachen und das Schlafzimmer ist da hinten und da ist ein Innenhof. Wenn da jetzt keine Kinder schreien, sollte das eigentlich funktionieren. So in der Form, ja? Aber das ist immer, wenn die Kinder schreien nachher oder was weiß ich, da die Mülltonne morgens rausgeholt wird um 5.30 Uhr, da stehst du im Bett. Ja, dieses Restaurant da unten und auch so diese Bar, das haben sie natürlich so ein bisschen auch gehegt und gepflegt, weil da wollen sie natürlich auch Gäste hinhaben. Da kommen eben auch die New Yorker hin. Und diese Art der Qualität ist schon interessant. Was interessant war, ich habe ja natürlich diskutiert an der Rezeption, eben auch mit dieser Rezeptionistin, wo ich dann gesagt habe, und ich meine, es ist ja schade, dass ihr da nichts gebt und keine extra Bonus und so. Da war hinter mir wieder ein Gast, der dann sagte, hören Sie mal, wir wollen jetzt hier einchecken, ja? Also das muss ich wirklich sagen. Also da ist wieder dieses typische Thema, dass die Gäste, ich meine, sie müssen doch einfach kapieren, dass sie noch nicht dran sind. Wenn vorne an der Rezeption jemand steht und die Rezeptionistin mit mir spricht, dann hat der Hintermann einfach den Mund zu halten, ganz einfach. Und wenn der sich meint, einzumischen, dann müsste im Prinzip die Rezeptionistin sagen, bitte warten Sie einen Moment, Sie sind noch nicht dran. Ich hab gar nicht reagiert. Früher hätte ich reagiert, da hätte ich mich mit dem angelegt. Heute diskutiere ich einfach weiter, ich höre das gar nicht. Es sei denn, er würde handgreiflich, aber in USA handgreiflich werden oder anzutippen, da würde ich sofort die Polizei holen. Also da wäre wirklich dann unten drunter durch. Und ich meine, die Menschen wissen natürlich nicht, und das ist das, was sehr schade ist, dass ich ja das auch mache, weil es für den nächsten Gast ja auch wieder einen Vorteil hat. Also wenn ich Dinge hier in Hotels manchmal einführe, dann haben die anderen Gäste, die nach mir kommen, alle diesen Vorteil meistens auch. So habe ich das ja oft auch geschrieben bekommen. Dass die eben gesagt haben, ja Mensch, du bist da drin gewesen, jetzt sind wir auch mal da gewesen und da gab es wirklich noch die ganzen Sachen. Es ist einfach so, dass man sagt, das ist hier ein Autograph-Hotel, hier kann man wirklich übernachten. Und ich würde auch hier ein bisschen gucken, dass man einen guten Preis bekommt, weil die anderen Zimmer scheinen auch recht nett zu sein, man muss hier keine Suite machen. Und wenn man hier, ich sag mal, eine kleine Rate bucht, kriegt man sicherlich ein kleineres Upgrade und wenn sie vielleicht frei haben, sogar eine Suite, also ist denkbar. Aber ich finde, es ist kein Hotel, was man jetzt mal so außen vor lässt. Also ich wollte das erleben und es wäre schade gewesen, es nicht erlebt zu haben. Also von der Seite finde ich diese Art der Hotels eigentlich auch angenehm in irgendeiner Form, weil sie ja eben auch noch geschichtlich was erzählen. Ich bin jetzt hier in so einer speziellen Suite, also von irgendeinem, ich weiß nicht, was das war, ein Schauspieler, wie auch immer. Ich gehe mal gucken, wie der nochmal hieß. Das ist also die Haywood Brown Suite. Heißt also, das ist ein amerikanischer Journalist. Wahrscheinlich Raucher, der hat mal alles hier voll geraucht. Nein, also man riecht jetzt nichts. Aber so nennen sie das. Und ich meine, guck mal, das sind doch dann Persönlichkeiten, die hier in diesem Hotel übernachtet haben. Und aus dem Grunde haben die dann diese Leute so oder diese Suiten eben so nach denen benannt. Weil die wahrscheinlich hier oft gewohnt haben und ja fast hier zu Hause waren. Das ist ja fast so wie Udo im Atlantik, ne? Das ist ja die Udo-Suite, ne? So hier eben die Haywood Brown Suite. Also in Ordnung, finde ich eine nette Idee, finde ich auch eine nette Geste, dass man das so bekannten Persönlichkeiten hier aus New York City, dass man denen sowas widmet, wenn die in solchen Hotels gewohnt haben. Ansonsten ist das Hotel, also ich sag mal so roundabout, dass man sagen kann, es ist buchbar. Man hat hier eine Art Wohlfühleffekt, weil eben auch alles in irgendeiner Form funktioniert und auch eben so kleine Dinge alle vorhanden sind, die auch in irgendeiner Art freundlich sind. Also das ist eben, ich sag mal, manchmal so wie in Wien. Man sagt hier auch, die Wiener Kellner sind unfreundlich. Nee, die sind nicht unfreundlich, die sind eben eigen.
Und hier sind sie auch. Also wenn du da unten hinkommst, ja, can I help you? Und wenn nicht, wenn du das have a look, ah, bumm, ist ja schon wieder weg. Also interessiert ihn gar nicht. Also das heißt, sie sind, ja, so wie sie eben sind. Und das ist eben auch in der Rezeption so. Und so spiegelt sich eben das ganze Leben in diesem Hotel auch auf diese Anwohner an. Und dann gibt es eben so eine Katze, die sie also hier als diese Promi-Katze da hochgezogen haben. Und jeder, der hierher kommt, will also ein Foto von dieser Promi-Katze machen. Naja, solche Dinge. Ich habe kein Foto gemacht. Naja, gut, ein Foto habe ich gemacht, glaube ich. Es ist nicht so viel zu sagen, es bleibt nicht so viel übrig. Das kann man buchen. Guter Preis, da würde ich sagen, pff, hau rein. Also, wie gesagt, nettes Hotel. Und von der Seite ist das etwas, was ich, wie gesagt, auch gerne wieder buchen würde. Gucke ich natürlich diesmal auf einen besseren Preis, aber ich habe eigentlich jetzt auch wieder zusätzlich zu meinem St. Regis, weil ich bin ja echt der St. Regis-Fan, das Ritz-Carlton hier, das kann man also auch machen, das Nomad, aber es ist eben sehr modern, aber da muss man wirklich auf den Preis gucken, weil da kannst du ganz schön viel bezahlen. Und ich bin jetzt eben begeistert von dem Renaissance-Hotel, das heißt also, es hat sich gelohnt, auf jeden Fall nochmal nach New York zu fliegen und zu gucken, wo man für die nächsten Male, wenn man nochmal kommt, dass man da eben auch gut untergebracht ist und eben einen guten Status da auch bedient wird. Das ist also dort wichtig. So, und jetzt mache ich im Endeffekt ja schon weiter in die nächste Destination. Morgen früh 8.30 Uhr steht also der Chauffeurdienst vor der Tür. Und dann düsen wir zum Flughafen. Ich fliege mit United Airlines von New York, Newark, direkt wohin? Nach Miami. Och, Kinder, freue ich mich. Also, weil war ja auch hier jetzt schon ein bisschen kühler und Miami ist sicherlich noch schön warm. Da kann ich noch ein bisschen ins Meer springen und noch ein bisschen spazieren gehen. Und ich habe tolle Hotels. Ich habe auf jeden Fall 2, 3 Ritz-Carlton, die ich testen will. Ich habe sogar, was ich nochmal versuche, ein Edition-Hotel dabei. Also ich werde das mal mit reinnehmen, weil das sah sehr vielversprechend aus. Und ich habe das W-Hotel, was ja ein Riesenbunker ist, direkt in Miami in der City. Und von da aus geht es ja dann weiter. Also nehme ich euch jetzt mit von New York City, directly und straight ahead, morgen früh um 8.30 Uhr nach Miami und gebe also ab an den Hon in Miami. Da ist der Hon angekommen in Miami Beach. Und zwar nicht nur Beach, sondern Biscayne. Das ist also, Biscayne ist hier so eine Ecke, wo man also wirklich fantastisch ankommen kann. Und da bin ich gleich ins Ritz-Carlton. Also ich meine, ich mache ja mehrere Dinge in Miami, aber habe jetzt wirklich gedacht, so am Anfang, weil ja der Flug, ne, ich meine, kommen wir mal zum Flug, ja, der Flug United, was ja eine Katastrophe ist. Eine wirkliche Katastrophe. Ich meine, deswegen, das liegt mir so auf dem Herzen, euch das zu sagen. Diese Fast Lanes, ja, die Gold Lane, die wir als Star-Member haben, die nützt dir nichts im Inlandsbereich, weil die haben sie nicht mehr. Die haben komplett in Amerika diese gesamten Fast Lane Gold Lanes für uns Fast Gold Member, ja, abgeschafft. Nun gibt es nur noch für international, also diesen anderen Airports, also internationale Airports. Aber wenn du regional fliegst, dann brauchst du dieses TSA, wie das heißt, da musst du dich also nackt ausziehen. Oder eben die Global Entry, das brauchst du ja dann auch, aber 180 oder 150 Dollar, was man da ausgibt, und dich auch wieder komplett nackt ausziehen, da muss man sich überlegen. VIP gibt es nicht. Also von der Seite ist es wirklich schwierig, heute einzureisen in die USA. Also ich muss sagen, das hat mir nicht so viel Freude gemacht. Diese Einreise fand ich stressig. Jetzt auch die Weiterreise mit United, die ich ja gemacht habe, das war, wie kann man das erklären? Man hat Premier Access und doch kein Premier Access. Man kann also nicht diese extrem schnelle Line, sondern die schicken dich dann wieder woanders hin. Also auch wenn du Premier hast und ja Business First fliegst und ja auch noch Goldstatus hast, heißt das in Miami, in New York, wie auch immer, im Regionalbereich, also wenn du Inlandsflüge hast, nichts. Das heißt nicht, dass du deswegen schneller ankommst. Du musst am Schluss auch in dieser Gesamtlane stehen. Nun bin ich ja immer ein bisschen fuchsig, indem ich also hingehe und sage, okay, gehe ich mal so an der Seite vorbei und ich gehe einfach straight ahead und dann komme ich da schon an und dann hat der, wo ich reingehen soll, also der hat gesagt, alles in Ordnung. Und wie ich dann an diese Kontrolle kam, der sagte, nee, hier können Sie nicht, wir sind nebendran. Da bin ich einfach unten drunter durchgehuscht, da war ich auch in 2 Minuten da. Also das ist ein Tipp nochmal für alle, seid nicht so, sondern seid ein bisschen mutig. Geht voran und lasst euch nicht immer einschränken. So ging das. Ich kam dann im Endeffekt in diesen inneren Bereich rein des Flughafens. Der ist ja in New York, Newark, neu gebaut. Heißt also, das ist eine neue Geschichte, die dort stattfindet und die ja mir auch, naja, ich sag mal, gefällt und nicht gefällt. Die United Lounge ist ja so eine Club Lounge, die ist natürlich in Ordnung, das ist für Business Traveler perfekt. Das Essen kann ich gar nicht essen, würde ich auch gar nicht anfassen. Aber die meisten hauen da rein, da wird gefressen ohne Ende. Wirklich, das ist rein fressen ohne Ende. Ja? Und dann sitzen die auch immer alle zusammen. Ich bin immer froh, wenn ich noch eine Ecke finde und das war da.